Lavendel zum Einschlafen. Welche Tipps gibt es da? Gleich dazu mehr. Natürlich einmal so ein klassisches Lavendelkissen verwenden, aber mit der Zeit wird der Duft ja auch immer schwächer. Dazu empfiehlt es sich, einfach von einem Lavendelöl ein paar Tropfen aufzugeben. Und Sie können natürlich auch einfach ohne Lavendelkissen auf ein Baumwolltuch ein paar Tropfen und das dann auf oder neben das Kopfkissen platzieren, was Sie auch machen können. Ein paar Tropfen in Ihr Shampoo. Dann riechen die Haare auch schon mal nach Lavendel und sie lassen sich auch besser kämmen. Weiterhin Lavendelöl in die Waschmaschine oder in den Trockner. Dann haben Sie auch diesen wunderbaren Lavendelduft immer in der Bettwäsche, also immer so direkt vor der Nase. Oder auch Lavendelöl im Ultraschallvernebler zum Einschlafen. Was Sie auf gar keinen Fall machen sollten, das Lavendelöl in einer Duftlampe zu erhitzen und zu verdampfen, denn das macht man so heutzutage nicht mehr. Die Wirkstoffe, die werden ab einer Temperatur von etwa 40 Grad zerstört und das heißt, die schöne beruhigende Wirkung des Lavendels, die bleibt dabei natürlich auf der Strecke. Mit einer Duftlampe töten Sie praktisch das ätherische Öl. Tun Sie das bitte nicht. Musik